Hallo zusammen. Ich habe die Tage ein neues Päckchen von Envolo bekommen. Ich fliege mit dem Envolo-Helm bereits seit über 2 Jahren und hatte anfangs aus verschiedenen Gründen da ein SENA-Bluetooth-System montieren lassen. Ich habe mich jetzt inzwischen aber doch entschieden, auf das Original Envolo-Bluetooth-System umzusteigen. Und die Gründe dafür und wie man das jetzt umbaut, möchte ich euch in dem Video heute zeigen. Viel Spaß! Ich habe gleich 2 Headsets gekauft, einmal für meinen Pilotenhelm, den ich umrüsten werde, und das zweite Headset ist für meinen Passagierhelm, bei dem ich bisher eben auch so ein SENA-Bluetooth-System verbaut habe. Wir haben jetzt hier einmal das Headset, ein kleiner Hinweis für den Mikrofonschaum, der hat auf einer Seite so ein kleines Loch und die Seite muss nachher zum Mund vom Piloten zeigen. Dann habe ich an meinem Helm einmal einen Anschluss für einen Flugfunk, was ich in Deutschland einfach brauche. Und da international sehr viele Piloten mit PMR fliegen, weil das in vielen Ländern auch Flugfunk jetzt nicht erlaubt ist, habe ich auf der anderen Seite noch einen Anschluss für PMR-Funke, sodass ich da auch international gut kommunizieren kann. Und ich habe jetzt hier zusätzlich noch einen Anschluss, womit man dann eine GoPro, den Mikrofoneingang von der GoPro direkt anschließen kann. Das Kabel hier geht dann zu dem Bluetooth-System. Das haben wir hier. Das werden wir jetzt gleich auch am Helm montieren. Wir haben hier alles dabei. Das Bluetooth-System wird mit so einer Klammer quasi am Helm befestigt. Ein Ladekabel, Imbusschlüssel, alles. Und hier sind dann einmal die Kabel für den PMR-Funk und für das Flugfunkgerät. Das muss man immer angeben beim Kaufen, bei der Bestellung von dem Headset, welche Funkgeräte man nutzt. Und dann bekommt man da auch die passenden Kabel, die dann auch funktionieren. Mein Helm habe ich mir damals im Sonderdesign anfertigen lassen. Da sind die sehr flexibel und machen das alles möglich, was man da so gern hätte. Egal was für Farben, ob man irgendwelche Logos und so weiter drauf will, ist gar kein Problem. Das fertigen die alles. Es ist auch so, die Helme sind aus echtem Carbon gefertigt. Es wird alles in Italien produziert. Und die Helme haben auch die EN 966 Zertifizierung für den Flugsport. Ihr seht, aktuell habe ich hier noch die Standard Peltor Gehörschutz dran. Ich habe die nur mal gegen mit einem Gelpad quasi aufgebessert und habe dann hier meinen bisherigen Helm auch schon Flugfunk und PMR gehabt. Was wir jetzt heute machen, ist, dass wir die Gehörschutzkapseln abschrauben und gegen die neuen Kapseln austauschen. Ich bin jetzt gleich auf die X5 umgestiegen. Die kosten einen gewissen Aufpreis. Allerdings was ist bei mir einfach so, ich habe während der Arbeit schon mal meine Ohren etwas geschädigt und da ich schon relativ viel fliege und auch relativ lang zeitweise, ist mir der Schutz von meinen Ohren einfach sehr wichtig gewesen. Und die X5 stehen zwar seitlich ein Stück weiter raus, das sieht immer nicht ganz so toll aus wie jetzt bei den Standard-Gehörschutzkapseln. Allerdings ist mir da jetzt einfach, sind meine Ohren mir da wichtiger und wo ich jetzt kein Risiko eingehen möchte, die noch weiter zu schädigen. Deswegen habe ich jetzt hier den Maximum gewählt, was so geht. Ich werde jetzt noch schauen, hier haben die jetzt aktuell so ein Standard-Schaumstoffpolster drin, ob ich das bei denen auch noch auf Gelpolster umändern kann. Und dann habe ich da wirklich eine sehr gute Geräuschdämpfung. Ich kann dann in der Luft per Flugfunk und per PMR-Funk kommunizieren und kann dann über das Bluetooth-System sowohl telefonieren als auch mit anderen Piloten, die dieses System haben, mich verbinden und in der Luft sprechen. Ich hatte das jetzt neulich im Urlaub in Frankreich mit dem Lars zum Beispiel gemacht und es war perfekt, wo wir dann auch Bilder gemacht haben und Videos. Das System reicht mehrere hundert Meter weit per Funk und wenn man dann doch mal zu weit auseinander fliegt,
dann muss man einfach wieder aufeinander zufliegen. Und sobald es in eine Reichweite kommt, wo die Verbindung wieder möglich ist, hört man so einen kleinen Signalton und dann steht die Verbindung wieder. Die Qualität ist wirklich sehr gut, nach meinem Empfinden auch besser als jetzt die Sena. Und vor allem ist es etwas lauter, sodass man das deutlich besser versteht. So, jetzt entfernen wir erstmal das alte Headset vom Helm. Das Sena-System wurde auch hinten am Helm quasi angeklemmt. Ihr könnt dieses innere Polster relativ einfach rausnehmen. Die Größeneinstellung findet auch über dieses Polster statt. Es gibt es in unterschiedlichen Stärken und es ist jetzt eigentlich bei jedem Hersteller so, dass diesen Hartschaum, die Schale, dass das in alle Größen gleich ist und dass das Ganze dann nur über das Innenpolster angepasst wird. Wir sehen, hier liegt jetzt auch schon das Kabel frei, das die Verbindung darstellt von der linken zur rechten Seite. So, ich habe jetzt eine Seite schon festgeschraubt, die zweite machen wir jetzt gleich auch noch. Ganz wichtig, schau, dass das Kabel hier innen durch den Gurt durchläuft, sodass das nachher da auf dem kürzesten Weg verläuft. Dann schrauben wir das Ganze hier außen wieder fest. So. Ihr seht, hier sind noch die Anschlüsse für das Visier, die Brille, die werde ich auch noch montieren die Tage. Und ganz wichtig, schaut immer, dass das Kabel locker genug ist, sodass ihr diese Längeneinstellung von den Gehörschutzkapseln weiterhin nutzen könnt, ohne dass dann dort bereits Zug drauf kommt. Jetzt montieren wir noch hier das Envolo Bluetooth-System. Hier liegt auch ein passender Imbusschlüssel schon bei. Und dann schauen wir einfach, dass wir das Kabel, wo später hier nach hinten geht, schon mal einstecken, sodass wir schauen können von der Distanz, von der Position nach einer guten Stelle. Und dann werden wir das jetzt hier. So sollte das gut passen. Dann können wir das jetzt hier direkt festschrauben. Und zu guter Letzt kommt dann nur noch mal das Polster wieder rein. Und dann sind wir schon fertig. So, jetzt möchte ich euch gleich noch zeigen, wie man das Bluetooth-System verbindet. Wir haben hier den Power- und Intercom-Button zum Ein- und Ausschalten und zum Herstellen der Intercom-Verbindung. Wir haben hier diesen Multifunktionsknopf und den können wir auch drehen, womit wir nachher zum Beispiel die Lautstärke regulieren. Wenn man es einschalten möchte, drückt man einfach so 2-3 Sekunden drauf. Jetzt leuchtet es hier auch blau. Jetzt ist das System an. Zum Ausschalten auch wieder so 3 Sekunden, bis es einmal piepst. Und dann ist das System ausgeschaltet. Wenn ihr jetzt eine Bluetooth-Verbindung herstellen möchtet, dann zum Handy zum Beispiel, haltet ihr den Knopf etwa 8 Sekunden, bis das Licht blau-rot leuchtet. So, jetzt wechselt es hier und jetzt können wir am Handy zum Beispiel auf Bluetooth gehen. Wir schalten das ein. Suchen dann nach verfügbare Geräte und T-Com nennt sich das System. Drücken wir auf Kopplung. Falls ein Passwort gefragt wird, ist es viermal die 0. Dann drücken wir hier Koppeln. Und jetzt ist das System verbunden. Ihr könnt dann am Handy einschalten, ob das für Anrufe oder zum Beispiel nur für Audio verbunden werden und verwendet werden soll. Die Einstellung macht ihr alle über euer Smartphone. Wenn das jetzt hier verbunden ist, können wir Anrufe annehmen, indem wir, wenn es klingelt, auf den Knopf drücken. Wenn wir 15 Sekunden lang nichts machen und es nach 15 Sekunden immer noch klingelt, verbindet sich es automatisch. Zum den Anruf beenden drücken wir auch einfach hier wieder drauf. Und wenn wir einen Anruf ablehnen wollen, dann drücken wir einfach während dem Klingeln 2 Sekunden lang hier drauf, bis es piepst. Dann ist der Anruf beendet. Wir können jetzt auch Musik abspielen.
indem wir hier drauf drücken, dann geht er einfach auf unseren letzte gewählte Musik, zum Beispiel über Spotify, und spielt es ab. Durch Drehen und Halten von dem Knopf könnt ihr dann die Musik leiser machen. Sprich, ihr dreht es und haltet es so lang, bis es die gewünschte Lautstärke hat, und dann lasst ihr wieder los. Wenn man nur einmal kurz hier das in eine Richtung bewegt, dann kann man nach vorne und nach hinten springen in der Playlist und die Tracks auswählen. Und wenn ihr nochmal kurz drauf drückt, dann ist das Ganze auf Pause. So, man kann jetzt natürlich auch zwei Geräte miteinander per Bluetooth koppeln. Um das System zu verbinden, drückt man an beiden Systemen für etwa 8 Sekunden lang den Ein-Aus-Knopf, bis die LEDs dann rot-blau blinken. Und dann drückt man bei einem System nochmal den Knopf und dann warten wir kurz, bis wir so einen Ton hören. Wichtig ist, dass wir die Systeme nicht so weit auseinanderhalten. Die suchen sich jetzt. Und jetzt haben sie sich verbunden. Jetzt kann man direkt miteinander sprechen. Und das Schöne ist, wenn man jetzt zum Beispiel weiter wie 800 Meter auseinanderfliegt und sich die Verbindung trennt, stellt die sich automatisch, ohne dass man irgendeinen Knopf drücken muss, wieder her, sobald man wieder in eine akzeptable Reichweite kommt. Ihr hört es dann auch, indem ihr dann in der Luft diese Tonabfolge dann hört, und dann wisst ihr, okay, jetzt seid ihr wieder miteinander verbunden und könnt einfach wieder miteinander sprechen. So, ich werde jetzt das zweite Headset noch in meinen Passagierhelm einbauen und dann geht es hoffentlich bald wieder in die Luft, sodass ich euch das dann auch zeigen kann. Falls ihr bis dahin noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir natürlich eine Nachricht schicken oder ihr wendet euch direkt an den deutschen Händler Lars Mielke. Den findet ihr über Social Media oder im Internet sehr einfach, oder ihr meldet euch bei mir und dann stelle ich euch den Kontakt gern her. Da bekommt ihr auch die Headsets oder auch komplette Helme mit Bluetooth-System. Ihr könnt euch das alles frei konfigurieren mit Flugfunk, mit PMR-Funk, mit beiden Funkarten, mit Bluetooth, ohne Bluetooth und so weiter. Das kann man sich da alles zusammenstellen. Es ist jetzt keine Billigmarke, sondern man muss schon ein paar Euro investieren, aber man bekommt hier sehr hohe Qualität. Ich kenne den Nicola und die Alessandra auch persönlich, habe die in Italien schon mehrfach getroffen, und es hat einfach Hand und Fuß, was die da machen. Wie gesagt, nachdem die alles selber machen, können die auch Sonderwünsche sehr gut umsetzen, Designs und so weiter, da gibt es eigentlich keine Grenzen, da ist so ziemlich alles möglich. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch einfach beim Lars oder bei mir, und dann versuchen wir euch da entsprechend weiter zu helfen. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß und always happy landings, euer Benne, Paramotor Germany.